Ruhig bleiben. Also schon 3 von 3. Angesichts des Chaos. Scheiße. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versus Play und heute auch wieder mit einer Bestrafung und mit dem. Wer ist das? Das ist Felix. Felix Nummer 2, weil den heißt ja auch Felix. Das ist Felix Edisok. Vielleicht kennt ihr ein paar aus Instagram. Kumpel von uns, der mit uns rumchillt. Und da hat er gesagt, hey, ich zock dich ab. Da dachte ich mir, okay. Also genauso hat er es nicht gesagt, so eingewille ist er nicht. Aber der hat dann gewusst, dass wir hier die Bestrafung machen. Und zwar, der Verlierer muss in voller Rennmontur so über den Kölner Dom auf einem Bobbycar fahren. Das wird relativ peinlich. Und wir werden hier im Versus Play gegeneinander spielen. Und jetzt ist noch die Frage, wer sitzt im Rennseat? Im Rennseat, der ist natürlich cooler als das Gamepad. Deswegen ganz klassisch, Schere, Stein, Paper. Bereit? Bereit. Okay. Stein okay. Gewinnt immer. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Ich bin unten. Und ich bin oben. Go. Vollgas. Scheiße. Ja, da. So. Schon mal vorne. Windschatten. Wir müssen mal ein bisschen Slalom fahren. Oh. Wo geht's denn lang? Weiß ich nicht. Hier links. Oh. Alter. Shit. Ich hab vergessen zu bremsen. Ich hab vergessen, dass die Ideallinie gar nicht angezeigt wird. Ja, und ich hab auch vergessen zu bremsen. Oh shit. Oh shit. Komm. Oh shit. Aber ich glaube jetzt. Okay, wir hatten beide einen schlechten Start, deswegen. Ja, aber wir wissen ja jetzt, worum es geht. Es geht eben ums Bobbycar. Es geht ums Bobbycar? Hä? Wer darf mit dem Bobbycar fahren? Wer muss? Alter! Aber okay, jetzt. Ich setz mich ein bisschen ab gerade. Ja, genau, mach mal ein bisschen langsamer, absichtlich. Du willst es ja spannend machen. Ja, natürlich. Du willst es ja spannend machen. Okay, alright. Ah! Der bricht voll aus! Ja, weil du es wieder übertrieben hast. Ah. PS-Maschine. Ich hab kein PS nicht. Ich bin doch kein Hund nicht. Kein Hund. Du bist der Hund. Links. Kennt ihr das? Wahrscheinlich ja. Oder das, ich bin doch kein Hund nicht. Das kommt euch das irgendwie doppelt, bekannt vor. Doppelt verneint. Weil der Felix, der ist ja aus Bayern. Ja. Der gute alte Felix. Weil wir ja auch aus Bayern sind. Ja, wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Aus Bayern, San. Nicht sind. San. Wir sind aus Bayern. San. Alles ist ja geil, Strecke da oben zu fahren. Da kann man richtig, aber da kann man bei richtig heizen. Das Lenkrad, Alter, ich bin im 6. Gang. Aber ich glaube, ich bin schon weit vorne. Im 6. Gang schwöre ich. Hallo Welt, könnt ihr mich hören? Oh, das macht richtig Spaß in dem Rennsitz. So, vor allem, wenn du dann, zweite Runde. Alter, ich fahre mit 290. Kannst du auch so schnell fahren? Du hast nicht so eine Höchstgeschwindigkeit. Aber ich habe richtig Handling-Probleme. Gerade. Oh, gerade bin ich sehr gut. Die Strecke gut. Ist auch, manchmal ist sie so schmal. Ich glaube, gerade bin ich echt gut. Also gerade habe ich fast keinen Abstand mehr. Quasi. Nee, nur okay, nicht doch. Aufs Grün. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, nicht wie ich. Also letztes Mal war ja definitiv eine Folge, wie ihr nicht fahren solltet. Jetzt ist es eine Folge, wie ihr fahren solltet, wenn ihr das erste Mal fahrt, Gran Turismo 6. Aber jetzt gerade ist es schon so, bei mir, also am Anfang der Folge war es noch, wie ihr fahren solltet beim ersten Mal. Jetzt ist es gerade so, wie ihr fahren solltet, wenn ihr schon mal 2 Minuten gefahren seid. Also Tutorial quasi. Genau, das ist gerade so ein, ihr seht gerade meine Entwicklung vom Amateur bis hier zum Profi-Gamer. Ja. Also das jetzt nicht ganz. Mein Profi-Gamer ist der Felix hier. Ich würde ja gern zuschauen, aber... Denn der Felix ist DTM-Fahrer, wusstet ihr das? Nee, ist er nicht. Nee. Das wär's ja. Ich bin nur ganz viel Go-Kart gefahren früher. Echt jetzt? Ja. Komm, warum sagst du mir das jetzt erst? Ja, ich bin auch schon mal ein bisschen mit Michael Schumacher, bin ich mal ein bisschen Go-Kart gefahren. So. Damals hat er mir ein paar Tipps gegeben. Damals und so. Damals gab's halt noch kein Internet. Das ja. War halt so. Da musste man sich noch mit was anderem beschäftigen. Da bin ich voll Gas. Also bei mir Höchstgeschwindigkeit 270. Mal gucken, wie es jetzt bei mir muss ich gleich wieder... Ich bin Höchstgeschwindigkeit 280, 296, schon mal, 292, 296, 300, 303, nein! Und dann kam die und Kurve. Voll, oh fuck. Ich glaube, mein Magen ist total schaden, ey. Nee, geht doch nicht. Ich bin voll total dagegen gefahren. Bin voll auf dem Grün. Geil, ist meine Chance! Das ist meine Chance! Langsam. Nein! Ruhig bleiben. Nein! Das hat Michael Schumacher auch immer gesagt. Ruhig bleiben. Also schon 3 von 3. Angesichts des Chaos. Scheiße. Oh, da bist du ja. Jetzt bin ich wieder da. Geil. So, jetzt habe ich kurz... Damals gab es kein Internet. Gib richtig Gas. Scheiße gebaut. Aber richtig. Das ist das Komische bei dem... Bei dem was? Bei dem Lenkrad. Ja, jetzt weil, aufs weil, Lenkrad schieben. Weil wenn es dann, wenn man dann auf dem Grün ist, dann vibriert es so und so. Und schau hin.
Aber Scheiße! Aber Scheiße! Du bist einfach zu gierig. Fuck. Du bist zu gierig, schau. Du kennst deine Grenzen. Du kennst dann deine Grenzen nicht. Gib Gas! Scheiße! Komm. Puh. Ah, fuck. Ich hatte ganz kurz Angst. Aber nee. Jetzt befinde ich mich wieder schön in der Kurve. Mann, gib mal. Ich kann wieder richtig schön Gas geben. Gib mal ein bisschen wieder auf Bremse so. Komm. Ja, Vollbremsung. Und jetzt gib Gas. Und wieder Gas. So, und jetzt komme ich gleich. Ne, ich glaube nicht. Das war G-Set. Oh, ist der Hund. Ja, ich bin kein Hund, nicht. Du bist der Hund. Jetzt 200. Oh, oh, da war oh, ich vorher 200, schon viel schneller. 260. Oh, und dann küsst Scheiße, er wieder die Bande. Scheiße, die Bande küsst. Oh, oh. Oh, es ist Kombination, zack, oh, es durch. Blinkt, ich sollte bremsen. Ja, dritter Gang, da sind wir bereits. Da bin ich bereits. Warte, oh, aber ja. Okay, ich warte noch mal kurz. Bist du ich schon mach kurz eine Challenge. Zack. Auf null runter stehen bleiben und weiterfahren. Da vorne bin ich raus. 8-9 Sekunden. Aber ich glaube. Boah, fuck. Sieht langsam schon, dass wir. Oh, konzentrierst du dich gerade, oder was? Boah, wäre das lustig, wenn ich dich jetzt überhole. Na. Scheiße! Mann. 250. Alter, du fährst ja so viel schneller als ich. Das ist ja nicht mehr feierlich. Fuck! Da ist er! Wie knapp! Wow! Verdammt! Ey, wenn ich bei dem einen nicht voll dagegen wäre. Boah, wäre das jetzt geil gewesen, wenn Nein, du jetzt das wäre überhaupt vorher. Nicht geil gewesen. Nee, ich hätte aus Sport, aus, wie sagt man, der Fairnessgründen, oder weil ich so sportlich bin, ja, hätte ich gesagt, ich habe verloren. Aber auf jeden Fall eine sportliche Geste so, dass das doch noch ein bisschen spannend macht, mir so den Gedanken gibt, hey, du bist gar nicht so schlecht, auch wenn ich komplett Vollbremsung mache und dann wieder losfahre, könntest du es gerade noch so schaffen. Dankeschön, Felix. Ja, gerne. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr auf meine Bestrafung. Das ist ja eigentlich keine Bestrafung. Aber egal, ich freue mich. Geht los. Ja, jetzt meine Bestrafung hier am Dom. Ich muss hier das hier tragen. Und mein schönes Hobbycar. Ja, Special Edition. Ja, dann zieh ich mich mal an. Zeig, was du hast los. Bisher unerkannt. Auf geht's. Los, dreh deine Runden. Hast du die alle gefragt oder was? Ja, die sahen auch alle irgendwie so aus, als wüssten die gar nicht, was sie davon halten sollen. Das ist ja ganz normal anscheinend in Köln. Ja, ich glaube auch. Ein paar Leute haben irgendwie einen ganz schönen Bogen um dich rum gemacht. Ja, ich bin ja der Hässliche, schau mal, wenn ich so schaffe. Ja, da warst du so mit mir.